Der eine sagt Bio, der andere sagt, ich soll ein E nehmen. Ich bin echt unschlüssig, was ich mir jetzt für ein Gravelbike holen soll. Will ich die Anstrengung, will ich den sportlichen Ehrgeiz, dass ich mir eins ohne Motor hole? Oder will ich dann doch die weiten Touren, weil ich noch nicht so geübt bin? Das sind Fragen, die ich mir echt. Hey, Moment, das ist ein Graveler. Moment mal, warte mal schnell. Diese Fragen stellen sich viele unserer Kunden, bevor sie sich ein Gravelrad kaufen. Also will ich den sportlichen Ehrgeiz oder will ich mich ein bisschen treiben lassen und damit vielleicht Kilometer generieren? Und damit herzlich willkommen beim Fahrradgeschäft Fitbikes. Und wir haben mal wieder keine Kosten und Mühen gescheut und unseren sportlichsten Standortleiter der Fitbikes-Gruppe zu Rate zu ziehen. Volker, herzlich willkommen mal wieder bei uns. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf. Wir sind ja eigentlich bei dir, also ja, von dem her halt sagen wir danke, genau, dass wir da sein dürfen. Genau. Und wie ihr schon am Volker seht, der Volker ist wirklich ohne Spaß einer der sportlichsten bei uns in der Gruppe und er kennt sich wahnsinnig gut mit Rennrädern aus. Deswegen machen wir immer sehr gerne Rennradkonten mit dir, weil du der Fachmann dafür bist. Heute soll es aber nicht um Rennräder gehen, sondern heute geht es um Gravelbikes. Gravelbikes, für den einen oder anderen sind die noch gar kein Begriff. Was ist ein Gravelbike? Ja, ein Gravelbike ist im Prinzip eine Mischung zwischen einem Mountainbike und einem Rennrad. Also man hat im Prinzip alle Vorzüge, wo wir ja nachher noch drauf eingehen, aber man hat halt ein sehr großes Spektrum, das es abdeckt. Genau, also wenn ihr euch nicht festlegen wollt, glaube ich, seid ihr mit einem Gravelrad am besten beraten. Genau. Und wir haben ja auch schon ein Video sogar zusammen gemacht, wo es darum ging, ein Gravelbike mal in ein Rennrad zu verwandeln. Und das ist auch noch von euch fleißig da draußen geklickt. Also von dem her, schaut da gerne auch nochmal nach. Heute soll es aber wirklich darum gehen, Kaufentscheidung, beziehungsweise wer ist denn derjenige, der für so ein Rad in Frage kommt, beziehungsweise wer ist derjenige, der für ein Bio-Gravel-Rad in Frage kommt. Dafür stehst du heute, für den nicht elektrischen Antrieb, sage ich mal. Und da haben wir heute ein gutes Beispiel. Wir haben das Orbea Terra. Das ist ein Top-Gravel-Bike, das wird, glaube ich, sogar im Weltcup gefahren, wenn mich nicht alles täuscht, UCI-konform, das heißt, ihr könnt damit Rennen fahren. Es dient aber auch, glaube ich, dem Einstiegs-Graveler, oder? Ja, da gibt es ja von dem Modell von Orbea verschiedene Ausstattungsvariante und klar, da gibt es von Aluminium über Carbon mit elektronischer Schaltung und auch mechanischer Schaltung alle Variante. Aber letztendlich ist so ein Rad halt für jemanden, der sagt, du, ich kann mich, will mich nicht richtig festlegen. Ja? Ich habe vielleicht nur irgendwie so ein altes Mountainbike daheim, aber eigentlich so ein Rennrad macht mich auch an. Und dann sage ich, hey, komm, so ein Gravelbike ist halt eine ideale Lösung. Man kann schön einen Schotterweg fahren wie hier, man kann auch eine schöne Bikepacking-Tour machen. Also alles Optionen und man ist einfach sehr, sehr flexibel. Und jetzt stehst du hier für den nicht motorisierten Graveler. Ja. Was ist der Anspruch, beziehungsweise wer ist der Kunde für ein Bio-Gravelrad? Also es gibt ja, du hast ja nun viele Kunden bei dir in deinem Laden. Ja. Und wer ist denn so der typische Kunde, der sagt, er möchte dann wirklich ein Bio-Rad? Ja, also letztendlich, klar, sind wir auf E-Bike spezialisiert in unserer Branche hier, aber es gibt schon viele Kunden von jung bis alt, die sagen, hey, mich macht ein Gravelbike an. Mhm. Es gibt Kunden, die sagen, sie sind Rennrad gefahren und möchten jetzt ein bisschen aufrechter sitzen und sagen, dann ist so ein Gravelbike eine Option. Es gibt aber auch Kunden, die sagen, ich fahre Rennrad und möchte jetzt irgendwie einfach mal einen Waldweg fahren, möchte mal pendeln zur Arbeit. Dann ist ein Gravelbike auch das Richtige. Mhm. Also eigentlich für Leute, die sagen, ich will noch mich sportlich betätigen, möchte nicht zu sportlich sitzen, also nicht zu gestreckt, sondern eher aufrechter, möchte aber trotzdem diesen sportlichen Touch haben. Ja. Und letztendlich, klar, man hört es ja immer wieder, so ein Gravelbike ist ja auch so ein bisschen Lifestyle. Ja. Absolut. Genau. Ja, wirklich, also, absolut. Es gibt viele, die sagen, hey, das will ich einfach und macht mich an. Und ein Trendthema. Ein bisschen Trendthema. Aber es ist halt einfach durch verschiedene Griffpositionen einfach auch universell einsetzbar. Ja. Ja. Und würdest du jetzt sagen, muss unbedingt da ein Motor rein? Nein, nein, muss keiner. Aber das lässt sich immer die Entscheidung vom Kunde selber. Genau, ja. Sowas kann man natürlich auch ohne Motor fahren. Wenn jemand natürlich sagt, ich fahre noch ohne E, dann ist der Einstieg ein bisschen leichter wahrscheinlich. Mhm. Wenn ich natürlich ein E-Bike habe, dann gibt es natürlich auch so Lösungen mit E. Mhm. Da kommt man vielleicht später noch drauf. Genau, in anderen Videos hat er da schon was gemacht. Aber sowas kann man natürlich, ich sag mal, im normalen Alltag auch sicherlich so fahren. Mhm. Wenn du jetzt halt auf eine Tour gehst, beziehungsweise du siehst es ja auch an manchen Kunden, wenn du auf eine Tour gehst, sagst du jetzt, der
E-Fahrer soll dann eher so in diese Langstreckentouren gehen und der ist es wirklich so eher so dieser sportliche Aspekt, dass du sagst, du willst dich auspowern. Klar, es gibt immer Ausnahmen, ja, es wird Leute geben, die mit dem auch 200 Kilometer am Tag fahren. Aber ich sage jetzt mal, der Grundkunde für so ein Rad ohne E ist dann doch eher so, der es sehr sportiv einsetzen will, genau, oder? Der sagt, ich möchte es einfach sportiv einsetzen, eine Stunde, anderthalb mal hier in der Gegend, Schotter, Waldwege. So wie man früher Mountainbike eingesetzt hat, kann man sowas nutzen. Ich nutze es selber auch bei uns in der Radgruppe, da fahren viele mit Mountainbike. Ich habe halt so ein Gravelbike, habe immer mehr jetzt mittlerweile. Und dann fährt man eine Stunde, anderthalb. Oder vielleicht auch Menschen, die sagen, ich fahre zur Arbeit. Ja, so ein klassisches Pendlerrad, wo ich sage, hey, ich will trotzdem sportlich unterwegs sein, Rucksack hinter drauf, kann man das genauso nutzen. Es kommt natürlich immer darauf an, auf den Fitnesszustand und was man sich zutraut, aber letztendlich ist es ein Sportgerät, das muss man schon sagen. Ja. Und wie das jetzt mit dem anderen Rad ausschaut, mit E, das schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben uns auf die lange, beschwerliche Reise nach Reutlingen zu unserem Standort gemacht und dort werden wir mal rausfinden, was es so mit dem E-Gravelrad bzw. dem E-Rennrad auf sich hat. Folgt mir mal rein und wir fragen mal da etwas genauer nach. So, wir haben jetzt hier das Orbea Gain. Vorhin habt ihr das Orbea Terra gesehen und das ist jetzt die elektrifizierte Variante des Ganzen. Nicht ganz, es kann auch als Rennrad genutzt werden, aber es steht hier jetzt beispielhaft für ein elektrifiziertes Gravel- bzw. Rennrad. Und Dennis, wir haben jetzt hier auf einmal einen Motor drin. Es ist aber kein Motor, der vergleichbar ist wie zum Beispiel ein Bosch-Motor, oder? Genau, wir haben einen kleinen Motor, einen kleinen Akku. Und, aber trotzdem, weil Gewicht vom Fahrrad ist nicht so viel und über 25 mit dem Fahrrad locker kann man zu fahren. Deswegen bekommen wir eigentlich Spaß, zum Büro in die Arbeit zu kommen und am Wochenende als Freizeitfahrer. Mhm. Da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Es ist auch so, dass ihr dann eigentlich keinen Akku großartig verbraucht, wenn ihr über diese 25 kommt. Ne? Genau. Und deswegen brauchen wir da auch keinen großen Akku, wie in den Power E-Bikes mit Bosch-System zum Beispiel. Und das hält euch schon auf langen Strecken auch noch. Da kommen wir aber jetzt mal zum Einsatzbereich, also beziehungsweise zu demjenigen, für wen ist dieses Rad? Du hast es gerade schon angesprochen, du hast den Alltagsfahrer. Warum ist es für einen Alltagsfahrer gut? Genau, zum Beispiel mit dem Fahrrad kann man locker in die Arbeit kommen, zum Büro und du fährst durch die Stadt. Mhm. Es gibt viele Ampeln, da musst du immer starten und du bekommst frisch zur Arbeit und mit dem Lächeln. Ja, und du bist du eigentlich wenig verschwitzt, auch wenn du zum Beispiel keine Dusche auf der Arbeit hast. Und manchmal, du bist schneller als mit dem Auto. Nicht nur manchmal, meistens sogar so richtig häufig. Genau. Das haben wir auch schon selber festgestellt. Jetzt gibt es aber ja nicht nur denjenigen, der unter der Woche fährt. Es gibt auch den klassischen Kunden, der sagt, er möchte es sportiv einsetzen. Für den ist es eigentlich auch was, oder? Genau, das sagst du richtig. Ich würde sagen, das Fahrrad ist mehr für klassische Kunden. Die wollen ein bisschen Unterstützung haben bergauf, natürlich mehr Höhenmeter fahren und eigentlich Spaß zu bekommen. Also da auch wieder der Fakt, über 25, du bist sportiv unterwegs und wenn du den Motor brauchst auf den Höhenmetern, du kannst ihn ja auch sogar ausschalten. Und kannst trotzdem die Höhenmeter machen. Und dann, wenn du ihn brauchst, so die letzten 200-300 Höhenmeter, ihr habt hier riesig Hügel hier außenrum. Wenn du dann irgendwann mal keine Lust mehr drauf hast, dann schaltest du den Motor dazu und er treibt dich noch so ein bisschen hoch. Aber es ist trotzdem ein Motor, der, wie gesagt, nicht so wie diese Bosch-Motoren ist. Er ist eher eine sanfte Unterstützung, oder? Genau, weil das ist Heckmotor, würde ich sagen, also kein Mittelmotor. Deswegen mit normalem Tretlager kommt man locker über 25 km/h. Und das ist perfekt. Ist auch ein anderes Fahren als mit dem Mittelmotor. Genau, andere Fahrgefühl eigentlich, das finde ich perfekt, weil dann der Kunde bekommt einfach Spaß. Ja. Und das ist immer schwierig, wenn wir euch das alles immer wie über Videos beibringen wollen. Ihr müsst sowas eigentlich mal selber erfahren. Und wo kann man das am besten als bei unseren Standorten? Der Volker in Rottweil hat jetzt kein Gain da, das habt ihr hier in Reutlingen natürlich in hoher Anzahl da. Also wenn ihr auf jeden Fall mal ein Gain fahren wollt, dann kommt hier nach Reutlingen. Dort findet ihr auf jeden Fall sehr kompetente Berater, die euch auf so ein Gain beraten. Und ihr könnt die auch auf jeden Fall mal ausprobieren. Also nutzt die Chance. Bei uns geht das auf jeden Fall. Aber immer einen Termin ausmachen. Genau. Wunderbar. Das soll es gewesen sein mit dem Vergleich. Ich hoffe, wir konnten dir ein wenig die Entscheidung näher bringen. Ist ein E-Gravel was für mich, beziehungsweise ein normales Gravel? Und Dennis, nochmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und den halben Laden umbauen. Wir machen das ja alles nur für unsere Zuschauer. Ich bedanke mich auch. Wunderbar. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Nachmittag und bis bald. Ciao.